Dr. Jefferson Boyle, Protokoll 1. Offenbar haben Sie den Test der Lade trotz meiner Warnungen fortgesetzt. Tja, wenn Marder etwas will, dann kriegt er es. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe, aber ich bin noch da. Fürs Erste. Ich habe alles versucht, aber sämtliche Ausgänge sind abgeriegelt. Jetzt kann ich nur noch beten. Das kommt davon, wenn man in einem unterirdischen Labor arbeitet. Verdammte Archäologie. Äußere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Nein! Wie tun wir das denn? Ich bin noch ganz aufgejumpt. Stehe. Das ist so ultra cool. What the fuck? Noch leben die hier. Blutschlagtechnisch sind sie am Leben und hier tot. Ich mach's sehr gerne. Ich find's ultra lustig. Okay. Ah, scheiße, ich muss auch abspringen. Pilot, die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Bin ich da drüben auch wirklich sicher? Nein, aber ein wahrer Milizpilot geht für das Wohl anderer Risiken ein. So wie Major Anderson und Captain Estemosa vor ihm. Das, was mir einfällt, ist, da runter zu jumpen.
What the fuck? Der Mond dieses Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarah informieren. Egal in welchem Server ich bin. Das war Andersons letzte Aufnahme. Cooper, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Einige Worte über den Wert des menschlichen Lebens verlieren. Das menschliche Leben hat keinen Wert. Und nun, da ich Ihre Aufmerksamkeit habe, um genauer zu sein, der Mensch ist bis zu einem gewissen Grad entbehrlich. Wir sind selbsterhaltend und selbstzerstörerisch, anpassungsfähig und fehlerhaft. Vor allem aber sind wir ressourcenintensiv. Wir sind unfassbare Ressourcenfresser. Aber entscheidend für unsere Forschungen hier ist eine unbestreitbare Tatsache. Es gibt zu viele Menschen. Überbevölkerung ist ein Problem aller kolonisierten Welten. Objektiv betrachtet ist es unverantwortlich zu behaupten, alle Menschen auf diesen Welten wären unentbehrlich. Täglich sterben Millionen von Menschen aus den verschiedensten Gründen. Das zeigt, der Mensch ist entbehrlich. Wir haben also zwei Probleme. Zum einen stehen wir einem feindseligen Grenzlandgesindel gegenüber, das unser wirtschaftliches Streben für das Allgemeinwohl ablehnt. Zum anderen besteht ein endloser Bedarf an natürlichen Ressourcen, die die größeren Bevölkerungsgruppen der Kernsysteme von uns erwarten. Wir brauchen Ordnung im Grenzland, um echte Fortschritte zu erzielen. Aber die Miliz weigert sich in ihrem provinziellen und kurzsichtigen Mangel an Weitblick, das zu akzeptieren. Und deshalb befinden wir uns im Krieg. Die bittere Wahrheit ist, Verstärkung aus den Kernsystemen trifft erst in einigen Jahren ein. Die Miliz wird von Tag zu Tag stärker und erobert Planet um Planet zurück. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen. Deshalb... Noch einmal in aller Deutlichkeit. Es gibt zu viele Menschen. Und so degutant es auch klingen mag, der Mensch ist tatsächlich entbehrlich. Und damit sind wir bei diesem Planeten Typhon, auf dem wir ein Geschenk entdeckt haben. Eine Maschine, die mehr tun wird, als das Blatt zu wenden. Nennen Sie es Schicksal oder Evolution. Tatsache ist, wir haben eine Lösung gefunden. Eine Lösung in Form einer Waffe, die imstande ist, Raum und Zeit zu falten. Die IMC hat zusätzliche Sicherheitskräfte bereitgestellt. Der Test der Lade wird fortgesetzt. Okay. Was ist denn jetzt falsch gewesen? Das ist. Ohne Witz, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Es ist so wahr, was er gesagt hat. Es ist einfach so wahr. Starten den Testlauf. Pilot, die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Soll was? Hätten wir die Energiesignatur der Lade, könnte die Miliz ihre aktuelle Position in der Gegenwart ermitteln. Es
So früh. Zu spät. Der Mond dieses Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarah informieren. Ich möchte heute einige Worte über den Wert des menschlichen Lebens verlieren. Ach so. Letzte Aufnahme. Kuppe, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Ich höre die ganze Zeit irgendwie Schritte von diesen Monstern, ey. Das ist voll gruselig, ey. Voll der abgespacede Trip. Anderson war das nicht. Der das angerichtet hat, das Chaos. Fortsetzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Ehrlich, das ist ein Mensch, Alter. What the fuck, wo kommst du denn jetzt her? Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Und jetzt? Einsteigen oder was? Pilotenmodus aktiv. Ich habe die Steuerung der Brücke auf Ihrem HUD markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Wo kam der denn her? Wie soll ich denn das jetzt machen, bitteschön? Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre...
eine kleine Idee. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, nicht gut auf uns zu sprechen.